Hallöchen zusammen, wir schauen mal wieder auf unsere Farm vorbei. Ja, müssen wir immer jeden Tag so ein bisschen was tun eigentlich, damit es da weitergeht auf der Farm. Gehen wir mal hier rein, diesmal ausnahmsweise in Full HD und nicht in 4K, weil ich es jetzt gerade von meinem Gaming-Notebook aufnehme. Muss jetzt dann alles zu personalisieren. Farmer, gibt es ein bisschen was Neues, ein Klamotten, das ausschaut hier, neues Outfit. Das sieht mir eher nach Urlaub aus. Kleidchen, Anzug ist auch nicht so praktikabel vielleicht, würde ich mal sagen, für die Farmarbeit. Also mir gefällt nach wie vor am besten die Latzhose und kariertes Hemd. Das passt einfach am besten. Feuerwehrhelm, weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht als Farmer. Zumindest noch nicht, wenn wir keinen Brände haben. So, das hippe Stirnband finde ich auch ganz nice eigentlich, aber wir bleiben aber unsere Standardmütze mit den Buttons dran. Ein Garfield-Rucksack. Brauchen wir alles nicht. Ja, ich möchte die Änderung verwerfen. Gesten gibt es schon dann neue. Ich kann mal sehen, oder muss da erstmal eine auswählen? Naja. Pfeifen. Die können wir mal nehmen. Traktor, was gibt's da Neues? Eine Walze. Okay. Okay, und eine Sonnenblume als Antennendeko. Ja, ist doch ganz nice. Die lassen wir mal dran. Ansonsten hatten wir noch eins hier. Pazifisten-Outfit. Ja, das passt doch auch zusammen, Blume. Perfekt. Zurück. Und weiter. Gucken wir mal so, ob unsere Katze auch wieder da ist, wovon ich mal stark ausgehe. Kitty Cat. Da sitzt sie auch schon. Hi, Kitty Cat. So, wir sind im Winter, wie man rechts oben sieht, an dem Eiswürfel, und die Flocken fallen ja auch runter. Der Boden ist gerade so ein bisschen schockgefrostet, wie es aussieht. So, ich will jetzt gar nicht groß und lange rumfarmen. Kätzchen folgt uns. Ich will mal kurz gucken, wie es mit der Quest ausschaut, ob wir da was dringend erledigen müssen. Da nebenbei durch den Schritt noch ein paar Sachen abernten. Ne? Das ist jetzt auch zum ersten Mal bei den Zypressen hier. Gibt es jetzt was zu ernten? Was gibt's da? Zypresse einfach nur, okay. Keine Ahnung, was Zypressen abwerfen, ehrlich gesagt. Ist mir eigentlich neu, dass die überhaupt was abwerfen. Das ist ja zu einer Quest gehört, wenn ich mal starte. Guck mal gerade mal rein. Quest. Zypresse 11. 20 sollen wir erreichen. Und so gut, lassen wir mal laufen. Anglerfisch. Brauchen wir noch 10 für die 20. Müssen wir noch ein paar Teich reinsetzen. Da haben wir nur 6 Stück. Entchen. Die machen wir auf 3 mal. Da haben wir 10 Stück. Erstmal weiter. Oh, da war schon geerntet. Mal Sprit im Tank. Links oben ein Drittel ist er gefüllt ungefähr, der Tank. Das heißt, wir können unseren geliebten Traktor verwenden, um zum Beispiel jetzt hier unten die Blümchen zu ernten. Da ist er. Muss man noch ein bisschen optimieren, das Feld hier. Sorry, das will ich gar nicht. Weil wir nur
Traktor kann man ja zumindest in der Stufe jetzt immer 9 Felder gleichzeitig abdecken, um irgendwas zu tun. Pflanzen, Wesen, was immer. Oder Lampen. Und dafür ist das Feld natürlich nicht optimal, weil es eigentlich nur immer 9 ist. Aber wir sind ja nicht so perfektionistisch, ne? Es ist ein bisschen entspannend, dieses Spiel. Und das tut es ganz gut mit dieser beruhigenden Musik und diesem sehr, sehr schönen Level-Design, wie ich finde. So, die Felder sind leer, nichts eingesät, nichts gepflanzt, da war ich faul gewesen. War machen auf einer LAN-Party. Keine Zeit für die Feldarbeit. Deswegen liegt das alles brach hier. Und unsere Auberginen, die können wir jetzt mal ernten. Ich glaube, da verdienen wir ein bisschen Geld wenigstens. Ja, unsere Tiere muss ich natürlich auch füttern. Ich weiß zwar nicht, aber ich glaube nicht, dass die verhungern, wenn die Menschen in der Woche das so. Nicht nach denen schauen, aber die nicht drauf anlegen. Wir sind ja Tierfreund. Kann man natürlich nicht ertragen, wenn die Tiere leiden. So Teufelschweine hier. Das ist auch Teil einer Quest. Und dahinter haben wir noch rote Rüben. Rote Rüben. Gepflanzt. Können wir auch noch ernten. Kätzchen, du hast gut, ey. Die sitzt nur rum und läuft hinterher, putzt sich ein bisschen. So ein Katzenleben, ist schon was Feines. So, rote Rüben. Ach, nicht optimal das Feld, ne? Kriegen wir das noch hin, früher oder später, müssen wir uns die Zeit dafür haben. Und gleich haben wir Felder vorbereiten schon. Geht unser Sprit auch wieder zur Neige. So, unsere Straßen, die können wir uns um. Tankstellen müssen auffallen, jetzt war schon erst die Hälfte, nicht schlecht. Esel füttern, Hasen füttern, Hasen ernten.
So, Sprit haben wir wieder. Können wir den Traktor einsetzen hier. Jetzt geh weg. Das ist gefährlich hier. Ja. Oh, Kühe, ihr habt auch Hunger, ihr könnt auch Gras fressen. Muss mal einen Baum. Drei Maus zur Quest rein. Ja, wenn wir die Quest erfüllt haben, dann wieder kriegen wir wieder so ein paar von diesen Medaillen und mit denen kann man dann wieder was bauen halt, ne? So ist das hier im Spiel. Gut, da ich ein fauler Bauer bin, habe ich jetzt keinen Bock, was zu pflanzen, aber auch nicht die Zeit, ehrlich gesagt, das ist das größere Problem jetzt gerade. Deswegen werde ich jetzt hier schon wieder die Runde beenden. Mal kurz hier. Achso, ich glaube, ich habe beim letzten Mal ein paar die ersten Möbel platziert hier in meiner Hütte. Oder? Täusch mich? Nein, ich habe doch genau ein Bett. Kann ich da reinlegen? Tatsache. Cool. Und wir raus. Raus aus dem Film. Ey Katze. Du darfst doch ins Bett kommen. Und hier. Ah, genau. Und ein Herd. Was kann man da machen? Da kann man tatsächlich essen machen. Wie cool. Spiegelei. Jetzt kommen wir, das in Echtzeit gebraten, jetzt hier das eine aus. Warte mal ins Bett. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr schön gemacht, das Spiel, finde ich. Sehr entspannt. Warum das Spiegel jetzt so lange braucht. Das ist mir schon ein bisschen Rätsel. Da ich mich jetzt ganz auf das Spiel rauszugehen. Aber wir starten hier mal an der gleichen Stelle. Und da muss es sogar gehen. Was haben wir noch? Quests. Zu Presse, da müssen wir ein bisschen warten, die brauchen ein bisschen länger. Enten noch einmal die 10, zweimal die Eier ernten bei den Enten. Und der Anglerfisch, da wurde heute mal rein. Setzen in den Teich. Gibt's ja nicht. Teichausbau. So, das sind 9 Felder, ne? Reicht also nicht.
Eins müssen wir noch dran bauen. Wenigstens eins. Auch wenn es nicht so schwer aussieht. Gut, jetzt gucken wir mal schnell in unserem Spiegel ein, bevor uns die ganze Bude abfackelt. Beziehungsweise hier könnte man mal kurz das Phantom auch. Bambus. Mit. Kommt wieder meine Lieblingslichtstimmung so langsam jetzt hier, wenn die Farben so kräftig werden. So, Ei, Spiegelei, was ist jetzt los? Noch nicht preis, gibt's noch nicht. Mal kurz gucken. Da kann ich das nicht sehen. Jetzt hätte ich gerne mal geschaut, wie lange das braucht. Sieht man das irgendwo? Nach unten links. 8 Minuten 13 Sekunden. Okay, die Zeit habe ich jetzt gerade nicht. Dann machen wir mal Schluss hier an der Stelle und gucken dann gleich in der nächsten Folge nochmal rein. Jo, wie gesagt, schönes Spiel. Wenn es euch gefällt, schaut gerne immer mal wieder rein. Aber lasst auch bitte mal einen Daumen nach oben da, vielleicht, damit ich sehe, es interessiert überhaupt irgendjemanden. Sonst kann ich mir die ganze Hochladerei natürlich auch sparen. Würde mich freuen über eine kleine Resonanz, vielleicht sogar ein kleiner Dreizeiler oder ein kleiner Kommentar. Irgendwas. Ansonsten wenigstens einen Daumen nach oben, wäre ganz toll von euch. Okay, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal dann vielleicht. Ciao, ciao.